habe die Ware bereits vor 4 Wochen bestellt. Ja, ich kann das nicht rückgängig machen. Keine Chance. Nein. Nein, ich habe sie auch schon bezahlt. Außerdem kommt sie morgen. Ich möchte, dass du sie morgen abholst. Ja, danke schön. Ich wollte nur mal so vorbeigucken, schauen, wie es läuft. Gesa, da haben wir doch schon längst drüber gesprochen. Sobald sich was tut, melde ich mich. Die Situation ist nach wie vor dieselbe. Es bringt nichts, alle paar Wochen hier vorbeizuschauen. Ja, ich weiß. Aber das Geld vom Amt, das reicht von vorne bis hinten nicht. Jetzt schreiben die mir sogar schon, dass meine Wohnung zu groß ist für meine Kleine und mich. Oh, Martina, in unseren besten Tagen habe ich den Laden hier alleine geschmissen. Warte hier. Mehr kann ich wirklich nicht für dich tun. Luisa, ist schon 1? Es ist nach 3, Mama. Du wolltest Was? Vor 2 Stunden zu Hause sein. Oh Mann, ja, ich hab zu tun. Also, weißt du was? Warum gehst du nicht mit deinen Freundinnen um die Ecke und... Ich will dein Geld nicht. Nie hast du Zeit für mich. Ständig musst du arbeiten. Kein Wunder, dass Papa weg ist. Luisa! Ist doch wahr. Und seit der Scheidung ist es noch schlimmer geworden. Du hast versprochen, dass wir heute zusammen Kuchen essen. Und ich hab den Tisch gedeckt. Oh nein, das tut mir leid. Schatz, das habe ich vergessen. Oh Mann. Weißt du was? Ich pack jetzt alles zusammen, nimm die ausrangierten Klamotten und dann gehen wir. Okay? Ja? Ist gedeckt und Sternenkette steht bereit. Ha, du meinst mit den Kaffeetisch und den Kerzenständer, was? Nee, gar so. Wilma! Luisa! Oh, bin ich weiß, du bist so vermisst. Wie geht's dir? Die verkaufen sich nicht mehr. Wir dachten, sie können sie vielleicht gebrauchen. Ist gute Qualität. Na sowas. Gesundheit, Wilma. Die Arme ist ein bisschen erkältet. Was? Das geht doch nicht. Ein schönes Haus, eine kleine Metallbaufirma, aber mit der Krise kamen dann die Probleme. Die Lieferengpässe hielten an und wir konnten einfach unsere Aufträge nicht mehr erfüllen. Und die Kunden abgesprungen. Wir wurden in Regress genommen. Aber deswegen landet man doch nicht direkt auf der Straße. Wenn man auf sein Privatvermögen zugreift, um die Mitarbeiter zu bezahlen, dann geht das sogar recht schnell.
musste Konkurs anmelden und mein Haus ging an die Bank. Aber warum sind Sie nicht zum Amt gegangen? Ich habe noch nie in meinem Leben Hilfe beantragt. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geht. Und ganz ehrlich, nachdem ich alles getan habe, um diesen Laden hier am Laufen zu halten? Auf gar keinen Fall. Dann habe ich meine Sachen gepackt und ab unter die Brücke. Aber das ist doch schlimm. Anfangs ja, aber dann haben meine Mitarbeiter rausgekriegt, wo ich jetzt wohne, haben mich besucht, mir Mut gemacht und das hier gegeben. Das ist doch Quatsch. Aber es hat mir Mut gemacht. Und wissen Sie was? Gestern kam ein ehemaliger Mitarbeiter vorbei und sagte mir, dass er einen Termin für mich bei seinem neuen Arbeitgeber arrangiert hat. In der Personalabteilung. Nein. Das ist doch wunderbar. Und ich habe die ganze Zeit Sorgen gehabt, ich hätte nichts Ordentliches zum Anziehen für das Bewerbungsgespräch. Dankeschön. Ist für Sie. Aber das kann ich da gar nicht annehmen. Also, und außerdem brauchen Sie die mit Sicherheit viel eher als ich. Ich habe das Gefühl, dass sie ihren Dienst für mich schon getan hat. Wer weiß. Thank you.